Ich freue mich eigentlich auf das Spiel, ob ich dabei sein kann oder nicht, aber ich denke, die Mannschaft ist bereit. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft der Frauen spielt heute im Lippo-Park gegen Weißrussland. Wir haben uns mit Lia Welti und Lara Dickenmann unterhalten und wollten zuerst mal wissen, wie gut die Mannschaft für das kommende Spiel gerüstet ist. Das WM-Quali-Spiel ist immer etwas Spezielles. Wir wollen alle die WM und darum glaube ich, sind wir absolut gewappnet auf dem Mann. Ja, ich denke, wir sind gut gerüstet für Weißrussland. Wir bereiten uns eigentlich auf jeden Gegner, egal wie gut er auf dem Papier ist, immer gleich vor. Hat der Generationenwechsel innerhalb der Mannschaft geklappt? Ja, ich denke jetzt schon, der erste Schritt hat geklappt. Es haben neue Rollen aufgeteilt werden. Spielerinnen sind neue Führungspositionen gerückt, was vielleicht vorher nicht waren. Viele Junge sind dazugekommen. Es ist ein völlig anderes Team als vorher. Also gewisse Abstimmungen muss man sicher noch machen. Das ist klar. Die einen sind jetzt schon wie ich 10 Jahre oder mehr dabei und die anderen jetzt seit ein paar Monaten oder jetzt im ersten Zusammenzug haben noch kein Länderspiel gemacht. Also das ist natürlich der Unterschied gross. Aber ich denke, wir haben einen guten Austausch zwischen Jung und Alt. Also die Jungen fühlen sich, glaube ich, wohl bei uns. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Sind die Schweizer begeisterte Frauenfußballer? Es geht so. Es könnte schon noch ein bisschen besser sein, finde ich. Ich habe es so ein bisschen empfunden, als wir uns für die WM qualifiziert haben, dass es so ein kleiner Hype durch die Schweiz ist, wo wir schon auch sehr viel Medienpräsenz hatten, wo wir gemerkt haben, die Leute interessieren sich dafür. Dann ist es so ein bisschen Arbeit in dieser Zwischenphase bis zur WM. Kurz vor der WM haben wir noch mal einen kleinen Hype erleben und natürlich mit dem missglückten Auftritt, sage ich mal, oder mit dem missglückten Abschnitt ist natürlich der Hype sehr schnell wieder zurück und hat sich vielleicht auch ein bisschen zu ein bisschen Meckereien und so. Das ist ja normal, wenn man die Leistung nicht bringt, dann wird man halt kritisiert und das ist jetzt passiert und darum müssen wir unsere Leistung zuerst mal wieder bestätigen.